Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu News Cycle. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mittlerweile an Tag 202 und sind mittlerweile im vierten Zyklus volle Fahrt voraus angekommen und werden jetzt nach und nach mal bauen, was wir hier so bauen dürfen. Wir haben unter anderem, wo ist er denn? Hier, ne? Genau, das Wartungsgebäude, das haben wir ja schon gebaut. Wir haben übrigens wieder keine Musik, weil ich neu geladen habe. Da eine kleine Pause zwischen der letzten Aufnahme und dieser stattfand. Ich hoffe mal, dass wir, sobald wir diese und oder diese Quest abgeschlossen haben, dass wir dann wieder dauerhaft Musik haben. Gucken wir mal. Ist ein Early Access Titel, darf also durchaus solche Fehler haben. Ist nicht so schlimm, wir können ja trotzdem weiterspielen, es funktioniert ja soweit alles recht gut. So, haben wir denn alles, was wir erforscht haben, auch schon gebaut bzw. in Auftrag gegeben? Ich glaube ja. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist ein Wohnhaus. Dafür brauchen wir allerdings auch 15 Glas und 10 Draht. Das hatten wir beim letzten Mal schon festgestellt. Heißt, wir müssen uns jetzt erstmal hier ein bisschen mit anderen Gebäuden vergnügen, können aber dann auch nochmal eben was erforschen. Und zwar hier unten, isolierte Schmelzöfen. Nehmen wir uns die mal noch eben mit, erforschen wir die nochmal eben. Und wir gucken einmal, ob wir unsere Spähtrupps nochmal losschicken können. Yes, hier machen wir nochmal 2 Tage. Hier an der Küste, Spähtrupp 1, kann man bitte hier hochrennen. Hier gucken wir mal, ob wir noch jemanden... Ne, hier können wir niemanden dazu holen, weil hier halt niemand ist. Struktur bauen. Wachturm. Können wir bauen. Machen wir auch. Haben wir hier irgendwas, was wir noch machen können? Regionsverbesserung fehlt. In der Entwicklung. Expansion, Regionsverbesserung. Das müssen wir auf jeden Fall mal noch machen. Aber können wir eben nicht jetzt. Schmelzhütte. Jetzt haben wir die Schmelzhütte. Lass mich raten. Da fehlt höchstwahrscheinlich dann jetzt auch wieder was. Genau, 14 mal Draht fehlt. Wo stellen wir denn Draht her? Können wir den überhaupt schon herstellen? Hier ist immer am leichtesten zu schauen. Ich sehe hier nirgends Draht. Ehrlich gesagt. Hier sehe ich Draht. Schalter und Schaltkreise. Das müssen wir also auch erstmal erlernen. Na gut, ist immer witzig, dass man hier vorne dann teilweise Dinge erlernen kann, die man aber noch nicht bauen kann, ehe man diese Dinge, die danach erst kommen, erlernt hat. Aber ist okay. Sollte ja kein Problem für uns darstellen. Hier fehlt uns auf jeden Fall Glas. Naja, ich lasse mal ein bisschen schneller laufen, damit wir ein bisschen vorankommen. Damit ein bisschen was passiert. Kurz mal einen Überblick verschaffen, ob hier noch alles passt. Wasser produzieren wir mehr, als wir verbrauchen. Die Mahlzeiten ganz genauso. Das ist eigentlich so mehr oder weniger das Wichtigste. Stein fehlt uns, ne? 20 mal Stein pro Tag. Nachricht von Spähtrupp. Mögliche Jagdgründe. In dieser Gegend gibt es diverse frische Spuren. Sie könnte zu Hause großer Herden verschiedener Spezies sein, einschließlich Großwild oder Teil einer Zugroute. Definitiv ein guter Ort zum Jagen. Fleisch macht uns widerstandsfähig. Na gut, wenn ihr meint. So, hier dürfen wir aber nicht. Das dürfen wir erst, wenn wir entsprechendes erlernt haben. Und uns fehlen auch mal ein paar Leute, ne? 93 von 100 sind wir. Wir müssen doch langsam mal auf die 100 kommen. Das gibt es einfach nicht. Boah, guckt euch mal an, wie voll unsere Lager mittlerweile sind. Wahnsinn. Da ist sie, die Musik. Der Winter beginnt. Genau. Glück gehabt. Mit dem Winter beginnt dann auch immer wieder die Musik. Nachricht von Spähtrupp 1. Potenzielle Wasserquelle. Angesichts der Feldstruktur und der Beschaffenheit des hohen Grases ist gewiss, dass es hier eine unterirdische Wasserquelle gibt. Fangen wir an zu graben. Das machen wir. Aber jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal eben ein wenig warten. Wir brauchen Kupferbarren. Sehe ich das richtig?
Ich glaube, wir brauchen Kupferbarren. Und dafür müssen wir einmal hier noch eine Gießerei bauen. Gießerei, da ist sie. Die schmeißen wir uns... Ja, die schmeißen wir uns einfach hier dazwischen. So, die kriegt noch einen kleinen Extraweg. Wunderbar. So, wenn wir die gebaut haben, dann sollte es eigentlich auch richtig rund gehen, möchte ich meinen. Hoffe ich. Fehlt uns hier irgendwas? Nö, haben wir alles, was wir brauchen. Sehr schön. Da müssten wir eigentlich jetzt nach und nach alles bauen können, was wir bauen wollen. Ah, nee, können wir noch nicht, weil wir müssen ja hier wieder jemanden einstellen. Wir haben aber momentan niemanden. Komm, Kids, werdet mal erwachsen hier. So, jetzt aber hier. Jetzt müssen wir irgendwo jemanden rausziehen. 330 Eisenbarren. Wir ziehen mal hier einen raus und schmeißen hier zumindest einen rein, damit es mal ein bisschen losgeht. Damit wir zumindest ein bisschen was produzieren und hoffen mal gleich, dass die Kinder erwachsen werden. So, hier ist die zweite Mine, die hatten wir zuletzt noch gebaut. Okay. Und hier geht es nur weiter, wenn wir 13 Kupferbarren haben. Dann würde ich das aber direkt mal erlernen, dann können wir nämlich hier unten wieder weitermachen. Moment mal. Ist das Kupfer, was ich hier mache? Das ist Kupfer, okay. Kann auch Kupfer. Wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, aber wo gehen die denn jetzt gerade hin? Ach da. Einer? Ui, das dauert aber. Das dauert aber, ey. Ja, 6 ist schon vorbei. 2 Einwohner sind gestorben, ja. Die sind in der Mine verschüttet worden. 2 Tage Sandsturm. Die Nummer der zerstörerischen Unfälle betrug 1 und das Ergebnis sind 2 Einwohner gestorben. Ja, das ist schade. Aber ich finde, im Großen und Ganzen für den ersten Durchlauf läuft es noch mal ganz gut. Ich bin schon recht zufrieden. So, und hier fehlen uns... Ja, hier fehlt uns das Glas. Also wir müssen irgendwie an die Glashütte kommen. Ach so, nee, warte. Ich erinnere mich. Das hatten wir ja gebaut, aber wir haben jetzt hier noch niemanden reingeschmissen, ne? Aber wir dürfen 2 reinschmeißen. Sehr gut. So, jetzt fehlt uns hier wiederum... Fehlt uns... Sand. Und Sand erhalten wir... Das ist jetzt eine gute Frage. Woher bekommen wir denn Sand? Produktion. Wer liefert uns denn Sand hier? Können wir das überhaupt schon? Nochmal hier reingucken. Unterteilte Schichten, Wohnhaus. Entwicklung ist aber abgeschlossen, aber das Wohnhaus, das wird uns ja keinen Sand bringen. Können wir auch eh nicht bauen aktuell. Eine Katastrophe in der Ferne. Der Rauch verdichtet sich. Die Luft verbrennt uns die Kehle. Der Himmel färbt sich rot. Was sollen wir tun? Wir müssen ruhig bleiben. Eieiei. Aber wir sind auf 95 von 100. Aber woher bekomme ich den Sand denn? Hier, ihr könnt nichts. Hier bekommen wir auch keinen Sand raus.
Hier fehlen uns noch ein paar Leute, aber ist nicht so wild. Die sollen auch von mir aus erstmal nur langsam arbeiten. Ich bin gerade echt ein bisschen, hier natürlich, ist ja logisch. In der Grube. Macht ja durchaus Sinn, ne? So, hier, warte. Grube, bauen wir uns eine zweite? Wir bauen uns eine zweite. Zack. Zweite Grube, dann können wir uns hier mal ein bisschen Sand zusammensammeln. Rauchwolken. Wir haben ein großes Feuer in der Ferne beobachtet, Chief. Unglücklicherweise sind wir mit dieser Situation vertraut. Trotz schwerer Verluste ist unsere Spezies noch immer die Hauptursache für solche Brände. Wir können nicht sagen, wann oder ob er gelöscht werden wird, ob es uns erreicht oder wir eingreifen können. Doch es ist gewiss, dass wir dicht im Rauch und all seinen Gefahren ausgesetzt sein werden. Wir können Vorsichtsmaßnahmen ergreifen oder unser Schicksal akzeptieren. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Bleiben Sie drin, vermeiden Sie eine Aussetzung und halten Sie die Augen offen. Wir sind okay, solange wir nicht verbrennen. Minus 25 Gesundheit für alle Klassen. Minus 15 Moral für alle Klassen. Wahrscheinlichkeit von Feuer erhöht. Minus 7 Gesundheit, minus 45 Arbeitskraft, 9 Moral für alle Klassen. Feuer werden unter Kontrolle gebracht, bevor sie... Ja, auf jeden Fall das Erste. Bisschen weniger Arbeitskraft, was soll's. Kein Problem. So, überhaupt gar kein Problem. Taten machen wir locker. Aus der Hüfte. So. Die Grube ist auch jeden Moment fertig. Dann können wir uns ein bisschen Sand produzieren. Sobald hier zumindest Menschen drin sind. Aber da haben wir auch wieder keine passenden Arbeitskräfte. Hier sind auch nur 5 drin, aber es reicht ja scheinbar soweit. Gehen wir mal hier ein Mü runter und hier 2 hoch. Jetzt brauchen wir auch noch Energie. Wo war denn unsere letzte? Hier. Hier hatten wir die. Die Windräder. Eins. Zwei. Nochmal 2 dazugesetzt. Wunderbar. Gibt es auch nochmal ein bisschen mehr. Hier müssen wir noch eben die Straße ansetzen. Vorsicht. Hindernis im Weg. Jetzt nicht mehr. Führen wir einmal hier eine Straße lang. So. Zählt das schon? Nope. Doch, zählt doch. Okay, gut. Sehr gut. Okay, Strom sollte auch gleich wieder da sein. Und dann sollten wir auch... Ah, hier sind wir noch nicht ganz bei 13. Aber Schalter und Schaltkreise können wir dann jetzt auch bald einmal... bauen. Okay. Dann werden wir hier das Glas endlich produzieren können. 2 Menschen sind hier drin. Hier sind auch 2. Hier können wir nochmal 2 mehr reinschmeißen. Wir sind bei 97 von 100. Wir sind kurz davor. Ich bin gespannt. Und dann können wir nämlich auch das Glas herstellen. Bronzebarren können wir aktuell noch nicht. Soweit ich das richtig sehe, das hier ist nur Kupfer, genau. Und Bronze müsste dann, genau, die isolierten Schmelzöfen kommen über die Schmelzhütte. Und die Schmelzhütte befindet sich hier und dafür brauchen wir 14 mal Draht. 14 mal Draht wiederum müssen wir hier erlernen. Schalter und Schaltkreise, dafür brauchen wir 13 Kupferbarren. Also wir sind gleich entwirrt sich das hier alles. Hier gehen wir nochmal ein bisschen hoch. Fleisch sind wir auch schon wieder am Limit. Wie sieht es aus mit dem Futter?
Ja, wir stellen, produzieren genug. Wasser passt auch noch einigermaßen. Okay. Gut, gut, gut. Wir müssen nur hier müssen wir ein bisschen höher kommen. Vielleicht nehmen wir mal hier irgendwo noch jemanden raus. Hier sind schon überall nicht so viele drin, ne? Hm. Ich werde auch die Geschwindigkeit nicht zu hoch stellen, weil wenn wir sie zu hoch stellen, dann wird es hier zu schnell zu brenzlig, glaube ich. Hier, ne? Sandsturm und die Feuer und die Sonne und alles. Nur wir können eben jetzt aktuell auch nicht so viel Sinnvolles tun. So wie ich das sehe. So, jetzt haben wir die 13. Jetzt können wir endlich hier mit der Forschung beginnen. Sehr schön. Schalter und Schaltkreise. Sehr gut. Und dann können wir die Schmelzhütte bauen, sobald wir 14 Drähte durch haben. Eine Gruppe von Reisenden. Ah, sehr gut. Mehr Leute. Jetzt sind wir auf 100. Jep, wir sind auf 100. Sehr schön. Jetzt können wir hier auch ordentlich was reinschmeißen. Also hier kommen einmal zwei rein. Hier gehen wir auch zurück auf volle Pulle. 4 haben wir noch übrig. Machen wir dazu. Hier auch noch jemand rein. Glas produzieren wir. Sehr gut. Wieso fehlt uns noch immer so viel Energie? Gibt's ja nicht. Okay, dann sehen wir mal noch zu, ne? Wie viel Wind haben wir hier? Hier war gerade recht viel. Hier. Ah. Genau hier? Das gibt's doch nicht. Genau da, wo was steht. Das ist zu wenig. Hier können wir, ja, wir setzen hier noch ein bisschen was daneben. Einmal hier. Oder einmal da, muss jetzt auch nicht perfekt ausgerichtet sein. Eine Grauzone, soziale Hierarchien. Chief, das mag zunächst etwas finster klingen, aber hör uns an. Wir haben alle hart gearbeitet und den Preis dafür gezahlt, unser Leben zu dem zu machen, was es ist. Wir bieten ein Maß an Komfort und Ordnung, das in dieser verlorenen Welt sogar als Luxus betrachtet werden kann. Es gibt Risiken, unsere Türen für Außenseiter zu öffnen, aber wir wissen auch, dass wir uns sonst nichts, dass uns sonst nichts anderes bleibt, um weiter zu wachsen. Dennoch ist es nicht richtig, dass Neuankömmlinge unmittelbar Zugang zu den gleichen Chancen und der gleichen Fürsorge wie unsere Brüder und Schwestern haben, die solch einen hohen Preis gezahlt haben, um uns dahin zu bringen, wo wir jetzt sind. Was kann getan werden? Es gibt Leute unter uns, die die Ausbildung zum Handwerker mehr als 5-mal durchlaufen haben. Es ist einfach nicht fair, dass morgen jemand an unserer Türschwelle erscheinen könnte, um sofort an die Stelle unserer hart arbeitenden Kollegen zu treten. Wir fordern, dass du diese Angelegenheit mit einer Regelung klärst, durch die jenen, die hier bereits länger leben und arbeiten, zusätzliche Vorzüge eingeräumt werden. Aber wenn die Leute, die neu dazukommen, einfach besser sind als ihr, es geht doch hier ums Überleben. Und es geht nicht hier darum, dass irgendwie als nächstes gründet hier noch ihr noch eine Gewerkschaft oder wie oder was. Hier geht es so ums reine Überleben. Da sollten wir immer die Leute an die Stellen setzen, die halt wirklich was können. Sie bekommen Vorzugsrechte. Sie kommen bei der Verteilung von Anteilen zuerst dran, nehmen separat bei der Auslosung von Ausbildungen, Wohnräumen teil und so weiter. Neuankömmlinge haben diese Rechte zunächst nicht und müssen dafür erst eine Weile in anstrengenden und schmutzigen Berufen arbeiten. Finde ich aber eigentlich auch okay. It's always up to you.
Ja, machen wir einfach mal. Wir richten einfach mal die Hierarchie ein. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir die Leute erstmal so ein bisschen fernhalten von den guten Jobs, von den wertvollen Jobs. Die könnten uns ja was klauen oder so. Es läuft alles nach Plan. Wir haben uns in dieser gebrochenen Welt zu einer bewundernswerten Gemeinschaft entwickelt. Die Bedürfnisse werden sich diversifizieren. Die Produktion wird zunehmen und wir werden mehr Leute zusammenbringen und wachsen. Die Zukunft, die wir erreichen wollen, scheint so nah und real wie nie zuvor. Okay. 114 sind wir plötzlich? Wo kommen denn jetzt plötzlich alle her? Eine Gruppe von Reisenden schon wieder. Wie viele kriegen wir? 7. Jetzt wird es hier aber gleich richtig voll. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall auch mal ein paar Häuschen. Warte mal. Können wir denn jetzt schon... Was fehlte uns dafür? Glas und Draht. Na gut, dann können wir noch keine Häuschen bauen. Draht müssten wir jetzt aber eigentlich... Moment mal. Wasserpumpe und Draht. Draht wird... Kann ich mir das eigentlich irgendwo anzeigen lassen, wo ich den herstelle, den Draht? Steht irgendwie nicht mit dabei, ne? Hier fehlt Material, da fehlt der Sand. Heißt, hier müssen wir nochmal jemanden reinschmeißen. Hier schmeißen wir auch nochmal ein paar Leute rein. Komm einfach mal volle Pulle hier. So, hier können wir Papier herstellen. Machen wir aber hier schon. Hier. Den Schmied brauchen wir noch einmal. Schmeißen wir uns hier noch einen zweiten Schmied hin. So. Ganz genau so. Und dann kann der einmal Draht herstellen. Glas sind wir fast durch. Bronzebarren fehlt uns noch genau einer. Gut, dass ein Händler eingetroffen ist. Der verkauft uns sogar Bronze. Wie geil ist das denn? Was für ein gutes Timing. Ein paar Klamotten kannst du von mir aus haben. Und ein bisschen Fleisch. Bestätigen. So, vielen Dank für die Bronzebarren. Geil, Ziel abgeschlossen. Sehr schön. Vorbereitung für Sonderprojekt. Wir konnten die benötigten Materialien schneller als erwartet beschaffen. Jetzt, da alle Materialien vorbereitet sind, können wir uns an die Werkzeuge und Arbeitsplätze machen. Wir werden die Produktionskapazitäten einiger unserer Strukturen übernehmen müssen. Wir versuchen, das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Das finde ich gut. Warte auf den Abschluss der Vorbereitung. Bauen Wartungsgebäude. Das ist dieses hier. Was wir noch immer nicht fertig haben, weil uns nämlich... Nee, warte, uns fehlt ja gar nichts mehr. Moment, wir haben noch alles. Ist im Bau tatsächlich. Ich sehe nur hier gerade keinen Fortschritt. Da fehlen wohl ein paar Leute. So, sind jetzt sämtliche Betriebe komplett gefüllt mit Arbeitskräften? Hier kann noch einer rein. Das sieht gut aus soweit. Hier sind auch nur 4 von 5. Jetzt geht's hier mal los. Sehr schön. Und wir sind mittlerweile bei 113 plus 2 Unbeschäftigte plus 19 Kinder. Zufriedenheit sieht okay aus. Können wir erstmal so lassen, wie es ist. Gucken wir mal, wann wir da wieder mehr erreichen müssen. Auch ein echt schönes Gebäude. Ja, das mag ich auch sehr. Ziel abgeschlossen. Wir sind bereit, in unseren Bauprojekten den nächsten Schritt zu wagen. Wir haben die Infrastruktur, um fortgeschrittene Strukturen zu bauen und regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen. Die Wartungsbedürfnisse von Gebäuden werden täglich bestimmt und müssen erfüllt werden. Chief, du kannst entscheiden, wie viel Arbeit wir da hineinstecken, aber denk dran, die Gebäude bleiben nicht ohne weiteres stehen und wenn wir sie nicht anständig pflegen, wird es nicht lange dauern, bis sie sich in Todesfallen verwandeln. Okay, also du kannst jetzt... Hier können wir jetzt Menschen reinschmeißen.
Baulistes befindet sich Wartung. Vollständig. Baumstamm 2 von 2. Apropos, fällen wir überhaupt noch irgendwo Bäume? Ich glaube nicht. Hier können wir schon mal 2 reinschmeißen und dann schmeißen wir hier noch die 2 dazu. Und dann gucken wir mal. Wartungsstatus gut. Wir haben allerdings noch eine Bauliste hier. Es befinden sich keine Gebäude im Bau. Das ist richtig. Aber jetzt müssen wir tatsächlich einmal kurz gucken, woher bekommen wir denn nochmal Holz? Hier vorne, ne? Ja, hier wird ordentlich. Hier wird Holz produziert. Das ist gut. Okay. Also Holz kriegen wir definitiv auch zusammen. Sehr schön. Hier fehlen uns Arbeitskräfte. Okay. Bitte Draht. Verdammt, Axt, immer fehlen uns Leute, ey. Immer fehlen uns Leute und dann bekommt man welche und dann stellt man sie ein und dann fehlen wieder welche. Geht immer hin und her. So, das haben wir. Dann haben wir... Jo, das passt ja soweit alles eigentlich, ne? Hier müssen jetzt nur noch 2-3 Menschen reingeschmissen werden. Ich muss dringend daran denken, dass ich hier nichts hinbaue. Aber es werden hier auch immer weniger Bäume, ne? Also die fällen eindeutig, also die fällen auch die Bäume. Es gibt allerdings ja immer den Hinweis, dass auch etwas nachgewachsen ist am Ende eines Jahres. Wir müssen mal darauf achten, ob dann hier in dem Bereich wieder Bäume stehen. Am Ende des Jahres. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hier würde ich jetzt echt gerne noch jemanden reinschmeißen. Aber die 21 Kinder, die scheinen ein bisschen zu brauchen, um erwachsen zu werden. Aber warte mal, ich glaube, wir können das 7. Jahr. Ein Gast bittet um ein Treffen. Hi Chef, ich bin Carla. Verzeihen Sie meine Hektik? Ich komme von weit her und Sie alle sind die einzigen Menschen, denen ich begegnet bin. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich gehöre zu einem Dorf aus 20 Personen und unsere Wasserquellen sind versiegt. Wir konnten in unserer Umgebung keine dauerhafte Lösung finden. Da unsere Lage sich täglich verschlechtert, sind ich und andere ausgezogen, um Hilfe zu suchen. Atmen Sie durch und ruhen sich aus. Ich habe keine Zeit dafür. Boah, das wäre auch so fies, ne? Wir haben keine andere Wahl, als unsere Heimat zu verlassen, doch wir haben weder die Kraft noch die Ressourcen, eine ganze neue Siedlung zu bauen. Wenn sie uns aufnehmen könnten, würden wir uns ihnen gerne anschließen. Zwar hasse ich es, um mehr zu bitten, doch die Reise wird lang und mühsam werden. Meine Leute sind bereits sehr angeschlagen und werden Vorräte und Ressourcen brauchen, um die Reise zu meistern. Können Sie uns helfen? Natürlich, wir helfen einfach jedem. Was brauchen wir? 90 Mahlzeiten, 240, 35. Schon erledigt? Schon erledigt. Carla steht kurz davor aufzubrechen. Vielen Dank, Chief. Alle Vorkehrungen sind getroffen. Hoffentlich kann ich meine Leute herbringen, bevor es zu spät ist. Ich schätze, dass unsere Reise etwa 15 bis 20 Tage dauern wird. Okay. Da kommen noch mal ein paar mehr Leute rein. Schön, schön. Warte darauf, dass Carla und ihre Gemeinschaft ankommen. Pass auf, das sind jetzt irgendwelche Plünderer, die uns alles kaputt machen. Die uns alles zerdeppern. Warte auf den Abschluss der Vorbereitung. Okay. Das ist alles kein Thema, alles kein Problem. Na gut, aber ich würde sagen, wir kümmern uns um die Arbeitskräfte dann in der nächsten Folge und dann gucken wir uns in der nächsten Folge auch an, ob Carla wirklich eine Nette ist. Oder ob jetzt die ersten Verbrecher kommen. Sowas erwarte ich nämlich noch. Dass uns irgendjemand mal so richtig schön in den Rücken fällt. Ja, das wird mit Sicherheit passieren. Wisst ihr was? Hier nehmen wir 2 raus. Hier schmeißen wir 2 rein. Dann geht es jetzt zumindest ein wenig los mit den Drähten. Leute, ja, da haben wir das 7. Jahr beendet. Schön. 3 Tage Sandsturm, niemand ist gestorben. Herrlich.
79%. Wasser, Pilz, Fleisch und Fisch um 79%. Ja, das wird. Das kommt nach, aber Bäume? Nope. Doch, wobei, ich glaube, der stand gerade noch nicht hier, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht. Mensch, ist ja echt schon fast eine richtige Stadt hier. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge News Cycle wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.